Heute, Donnerstag, 19. November, beträgt die Inzidenz in Augsburg 295. Und leider sind in den letzten 24 Stunden 4 Personen verstorben. Insgesamt haben wir 46 Tote in Augsburg seit Beginn der Corona-Krise zu bedauern. Heute Vormittag war ich gemeinsam mit Ministerpräsident Markus Söder zu Besuch am Universitätsklinikum. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Nächste Woche Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin erneut, um über verschärfte Maßnahmen oder überhaupt Maßnahmen zu diskutieren. Unsere Krux ist momentan, dass der Mini-Lockdown ein Plateau produziert hat. Das ist erstmal gut, die Zahlen steigen nicht weiter, aber dieses Plateau reicht nicht aus. Vor allem hier in Augsburg reicht es nicht aus, weil unser Plateau bei knapp 300 schon ziemlich hoch ist. Und deswegen werden wir uns in den nächsten Tagen genau anschauen müssen, wie die Zahlen sich entwickeln und ob wir in Augsburg vielleicht sogar vorgezogen verschärfte Maßnahmen umsetzen müssen.